So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Radar Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und der D-Nice ist immer noch da. Der ist eben gerade hier reingestürmt, hat hier getanzt, hat seinen Buddy geshakt. Deswegen musste ich es nochmal abbrechen, musste jetzt nochmal neu machen. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Heute ist auch die Raid-Stunde mit Giratina, denn gestern war Raid-Boss-Wechsel. Gestern kam Giratina in die Raids, wir haben einen Community-Raid gemacht. Da war die Nice auch dabei, im Video. Ihr werdet den am Montag im Stream eh schon gesehen haben. Und heute Abend auch die Raid-Stunde mit Giratina. Ihr dürft wieder fleißig einladen, wenn ihr mit mir befreundet seid. Raidmania-Punkte sammeln. Ich sammle XL Bonbons und bin guter Dinge, dass ich meine 200%igen auf Level 50 ziehen kann, wenn Giratina wieder weg ist. Jetzt aber zu euren Fängen und euren Highlights. Ich merke, der Hals ist schon wieder... Es ist immer noch nicht perfekt. Es wird wohl nie wieder so sein, wie es mal war. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ist es auch Asthma. Schon wieder. Jetzt aber hier die Highlights der Woche. Ich wollte eigentlich einen Schlubbuck fangen, schreibt die Heike hier. Die hat nämlich aus einem Schlubbuck ein Shiny Ditto bekommen. Mittlerweile ist es ja doch so, dass Pokémon, die du Shiny fangen kannst und Shiny im Fangbildschirm sind, doch auch zu Shiny Ditto werden können, was eigentlich nicht so sein sollte. Wobei es sich hierum dann wahrscheinlich nur um Pokémon handelt, die aus dem täglichen Spawn kommen. Der erste tägliche Spawn mit dem weißen Kringel drum, dass das nicht berücksichtigt ist im Pool. Es ist auf jeden Fall mega kompliziert. Niantic hat dazu, glaube ich, noch gar nichts gesagt. Und habt ihr schon ein Shiny Ditto aus einem Shiny Pokémon bekommen? Schreibt's mal rein, weil eigentlich darf das nicht sein. Dann habe ich hier mein Giratina, was ich getradet habe. Deswegen habe ich ja jetzt auch die fliegende Made als 100er mit einem hässlichen Hintergrund. Ein hässliches Shiny, mir gefällt das leider gar nicht. Aber Meisterliga wird das gepusht, wird das genommen. Feiere ich trotzdem, dass ich jetzt ein 100er habe, auch wenn es das hässliche ist. Endlich mal wieder ein Shiny hier beim Pfeffi in einem schönen Pfeffi-Grün hier. Shiny Radfratz mitgenommen. Tom mit dem 100er Snowbilly-Card. Jojo, nice, aus dem Raid hier. Shiny Garoni Mats. Aluhut. Huch, also Sachen findet man manchmal, während man wahllos Shinies checkt. 100% Shiny Pionsgora. Guckt euch den Hintergrund an, guckt euch die Shiny-Farbe an. Das sieht doch so geil aus, so saftig. Und stellt euch vor, das wäre jetzt ein Lucky Shiny. Es wäre komplett hässlich, meiner Meinung nach. Also mir gefallen Lucky Shinies nicht. Max hier 100% Krypto-Quapsel mitgenommen. Da kann er auch ein fettes Quappo draus machen. Pfeffi hier mit einem Shiny Dicta. Geitsch mit einem Shiny Krypto-Samurzel. Dann bin ich mit Adi Glücksfreund geworden. MTV Frost ZP aus deinen Raids. Vielen, vielen Dank. Wir haben nämlich am Donnerstag wieder Mega-Raids gemacht mit Mega-Gengar. Für Zuschauer hat er ein 100er Mega-Gengar bekommen. Also ein 100er Gengar. Was er jetzt aber zu einem Mega-Gengar entwickeln könnte. Jojo aus der Forschung und perfekt für GBL. 1500. Ein 100%iges. Habt ihr damit schon mal in der GBL gekämpft? Jetzt muss ich nochmal. Waschkawil. Ne, Waschakwil. So rum war es das. Deswegen, Thomas muss mich da immer korrigieren. Ich sage immer erste Generation, aber mehr kenne ich nicht. Gerade aus dem Ei bekommen, Henry Niki hier auch. Shiny Porenda auch in der Gala-Version dabei. Henry Niki, Shiny Slimer. Das nächste Shiny aus dem 7-Kilometer-Ei gerade bekommen. Bob's Rob hier, Shiny Kiesling, sieht auch sehr pervers aus. Dann Dubby für Raid am Mittwoch, Shiny Krypto-Samurzel. Ist irgendwie das häufigste von den Krypto-Shinies, wie man so sieht. Dubby noch mit einem Shiny Praktikball. Mit der roten Nase, mit der roten Glühweinnase. Gefällt mir auch sehr gut. Meistergriff, auch ein Pokémon, wo ihr eigentlich unbedingt ein 100%iges braucht. Ist so ein guter Kampfangreifer, ja. Ein Kampfangreifer. Stellt euch das mal vor. Dubby hier, Zerpurze Shiny mitgenommen. Hunduster Shiny mitgenommen. Flurmel Shiny mitgenommen. Litumilf Shiny mitgenommen. Dubby kann sich ein 100% Pfiffchen erlösen, wenn er das erlöst. Na, die ist auch gerade reingekommen und guckt einfach mal, was hier Sache ist. Ich will ja nicht nerven, aber ich habe noch was für Raider Mittwoch. Dubby, schick so viel, wie du hast. Ich sortiere dann immer aus oder nehme mit rein. Du siehst schon, Brainy Ständer hier auch 100%. Felino bekommen, Black Scarwolf 100%. Wohin genau? Erstes Foto vom Buddy heute und das taucht auf. Auch
recht stabiles Pokémon. Gerade auch in GBL irgendwas oder wenn das in der Arena rumsitzt, kann das richtig nervig sein. Bier Benny, 100er Shiny, 910er, Römel Thüringen. Zwirlicht C-Daver, ich habe so viele Zwirlicht-Fotos bekommen und Shinies, die habe ich nicht alle mit reingenommen. Und das ein 100er Shiny, was auf jeden Fall auch fett aussieht, würde ich sogar so lassen. Das würde ich, glaube ich, nicht zu Zwirrfinst entwickeln, weil das sieht so einfach besser aus. Henry Nicky hier, Flunschläg aus der Forschung bekommen, 100%iges, auch Nebels, endlich mal Glück gehabt. Aus Bobenhelm Roxheim, auch 100er Shiny Zwirrlicht und Horst of Death, genau dasselbe, heute Mittag geklickert, ja. Geklickert. Wenn ihr wisst, was Klickern ist, schreibt es mal in die Kommentare. Margo FedEx, Shiny Kiesling, Shiny Ditto, Zürich, Schweiz, 100% Kiesling, 100% Zwirrfinst. Nicht Shiny, das seht ihr, der Unterschied, der ist, es hätte auch ein Shiny sein können. Der Unterschied ist nicht so krass, da muss man ganz genau hingucken. Dann Margo FedEx, 100% Geronimatz, ja. Glücksfreund mit Margo FedEx geworden. Ich weiß gar nicht, wie oft wir jetzt schon waren. Ich glaube, Burkhard führt die Rangliste an. Burkhard wird einfach gefühlt jeden Tag Glücksfreund. Jetzt habe ich noch das dritte 100er Margo FedEx. 300% Tobutz, ja. Alle als 100er, alle als Shinies. Dann hat er 200er Tobutz gehabt. Eins ist geflohen letzten. Jetzt hat er das dritte 100er Shiny Glückstobutz. Also die anderen waren normal, aber bei dem geht es auch richtig ab. Pfeffi hier noch mit einem Mirapla, Burkhard schon wieder Glücksfreunde, Burkhard mit einem Shiny Machomai, Burkhard schon wieder Glücksfreunde, was habe ich euch gesagt? So fängt doch die neue Woche gut an. Shiny Kryptosniebel hier beim Bockwurst King mitgenommen, Aluhut, erste Quest, danke, den Rest an Zeit spare ich mir dann für wichtige Dinge auf, Schaukeln oder so, vergesst nie das Schaukeln. Ich glaube, eben das Bild habe ich sogar noch einmal drin, weil ich es irgendwie da abgescreent habe, er es mir aber geschickt hat. Das in WhatsApp war das andere anders, das seht ihr dann. Sören hier, Krypto Shiny Pins hier noch mitgenommen. Sören 100% Gengar zum Birthday auch mitgenommen. Henry Niki, danke Ramses. Das müsste Dienstag auch, das müsste Dienstag direkt beim Giratina Community Raid oder die paar Raids danach. Wir haben gestern richtig reingesuchtet, sage ich euch. Bockwurst King, Shiny Kramurks, Joel, Shiny Raupi, Annika, 100% Giratina aus dem Raid bekommen. Hier in Hildburghausen, ne? Steht ja da, Römhild, ist dasselbe. Tom, Shiny auch noch mitgenommen, bedankt sich hier auch. Dann haben wir bei Gossi, nimmt man gerne mit, war ein Zufallstausch, 100% Glücks, Lucky Kiesling. Wird zu Brokkolos, auch ein richtig stabiles Pokémon, was man gerne mal entwickelt. Dann D-Nice. Der saß gestern Abend auf dem Sofa und hat gesagt, ey Ramses, guck mal, was ich da bekommen habe. Ja, da war es einfach ein 100% Kindwurm. Das wird jetzt sein krassestes Bruder Landa. Bruder Landa, was er hat, wenn er es dann entwickelt. Ich weiß nicht, ob er genug Bonbons hat. Siehst du nicht. Er ist übrigens Team Rot. Wen das interessiert. Wenn ihr den Trainercode vom D-Nice haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Jeder, der danach fragt, der kriegt den dann. Selal hier auch, Shiny Crypto Pins hier mitgenommen. Shiny Litomyth, 100% Litomyth. Dann haben wir unseren Spider-Man wieder mal, der einfach nur Watt, Schere, Stein, Papier, Brille auf und dann siehst du, nein, es sind Pokémon. Also das Meme ist auch, wird nicht langweilig. Geronimatz Shiny hier auch noch mitgenommen, Selal. 100% Glücks Linfu. Das als 100er ist auf jeden Fall auch eine richtig fette Sache. Shiny Taubsi, Shiny Mirapla, Shiny Pandimos, Expectations und Reality. Wenn du Machomai siehst, Machomai männlich, Machomai weiblich. Aber es sieht halt alles gleich aus. Ja, dann wäre es nämlich nicht Machomai, sondern Machofrau. Ey, das ergibt auch keinen Sinn. Dann wäre es ja Machomann und Machofrau. Pionskora, Shiny, bei Selal. Der hat mir wieder 10 Millionen Bilder geschickt. Shiny Krüppuk. Es gibt wieder die Aufgaben natürlich mit den 18 Geist und 18 Unlicht-Pokémon, die ihr fangen könnt, wo ihr wieder Krüppuk rausbekommt. Und das natürlich auch wieder Shiny sein kann. Wer da noch keins hat, schlagt dazu. Auch sehr cooles Shiny. Chefe24 hatte beim Gewinnspiel den Robin gewonnen. Der ist auch bei ihm angekommen in dieser Box. Dem habe ich noch ein Autogramm mit reingepackt. Für Chefe24, Ramses der Dicke mit dem Plüschpenis. Guckt euch das an. Chefe24 auch mit einem 100er Zwirrlicht. Und einem Shiny Sandan Alola. Shiny Dicta bei Genaya. Pikachu. Mit dieser Forschermütze aus dem Dschungel. Shinaya,
Shiny Krypto Blutzuck, damit auch die Familie voll, die Krypto Shiny Blutzuck Familie, Shiny Flurmel mitgenommen, Shiny Giratina mitgenommen, Sarina nach der Urform, nun auch die Wandelform endlich komplett, 1931, das ist der Wert für das 100%ige Giratina. Oh, gleich ein Stream-Highlight draus machen, Spaß. Und das Shiny natürlich, nicht nur das 100er, sondern auch das Shiny, ihr wisst, immer schön in die Armbeuge kotzen. Dann Level 50 plus Belohnung, endlich fertig mit dem schönen Pokémon. Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht. Der Yendik schenkt jedem ein kostenloses Mewtwo. Das ist wirklich so, ihr müsst nur Level 50 erreichen und diese Forschung abschließen, dann kriegt ihr ein Mewtwo. Einfach so hingestellt, was auch nicht fliehen kann. Und ihr schön mit gelber Beere fangen könnt, mit roten Bällen, wenn ihr wollt, und tobt euch da aus, warum nicht? Net Ghost Raffaello in der Männer Edition. Ja, so ein Brötchen noch dazu. Aluhut, das ist dasselbe Bild wie vorhin, guck dir das an. Sag, was du willst, ich hab ein Händchen für Shinies. Erste Feldforschung, tada. Jetzt könnte man denken, er hat schon zwei. Nein, ich glaube, das ist wirklich dasselbe Bild von vorhin. Basti, jawohl. Massentrades und ein Lundo. Wollte unbedingt eins haben, weil du mich an die Mega erinnert hast. Hat jetzt hier also ein 100%iges Glückslavita. Das kann man natürlich günstig pushen, hochziehen. 100, was will man mehr? Wird auf jeden Fall ein fettes Despo da auch mit der Mega-Entwicklung dann. Dubby und noch was. Schon wieder 100% Litomyth. Plus 100% Frux hier. Loading Finn für Level 49 musstet ihr Glücks-Pokémon tauschen. Er hat das halt stabil über Pikachu gemacht. Finde ich sehr interessant. Sieht auf jeden Fall gut aus, dieser ganze Pikachu-Salat. Dann kommt Nick. Nick, dem wollte ich erst den Schocker der Woche geben. Der hat nämlich hier 204.396 Münzen. Tja, der wollte bestimmt Genesect raiden und ist jetzt zu spät dran. Nein, was habe ich denn aufgeladen? 1000 Euro und hatte dann 174.000 Münzen. Er hat 204.000 Münzen. Das heißt, er ist... Habt ihr schon mal jemanden mit mehr Münzen gesehen und fragt nicht jedes Mal Ramses, wie bekommt man so viele Münzen? Ladet die einfach auf, die gibt es zu kaufen im Shop, das ist euer Hobby. Wenn ihr Geld für euer Hobby ausgebt, könnt ihr eben mehr machen, als wenn ihr das Free-to-Play macht. 204.000 ist auf jeden Fall eine heftige Nummer. Benjamin Hahn, außer GBL-Belohnung, ein 98%iges Glurak in Shiny bekommen. Tom Reisch, aus der Quest wäre das was für die Highlights der Woche, Shiny Geronimatz. Ich glaube, die hatten recht in der anderen Gruppe, dass sie gemeint haben, das ist nach dem Event nichts mehr wert. Trotzdem hat nicht jeder eins. Habt ihr ein Shiny Geronimatz bekommen und vor allem habt ihr zwei, dass die Familie voll ist? Früher musste man mega viel raiden von dem Teil. Jetzt wurde das wohl doch etwas erhöht, dass die Leute bessere Chancen drauf hatten. Lost Lift. Nach 5 Tagen endlich das erste Mal den Mauzi-Ballon bekommen. Direkt das Shiny, was mir fehlt. Shiny Pinsir in Krypto. Wablu 100% noch beim Adrian aus Nordrhein-Westfalen. Ibbenbüren. Lennart mit einem erlösten 100er Staralili. Lennart, ein wildes Sandama erscheint und ist geflüchtet. Weil es Lennart gesehen hat, muss es schnell weitergehen. Shiny Goldini noch mitgenommen beim Lennart. Lennart mit einem Giratina. Shiny Benjamin zeigt uns, der hat auch den Genesect Raid Solo gemacht. Mit einem Glurak, Mega Glurak, das ist nicht mein 100er, das ist ein 98er. Ist er rein, hat er gemacht, 14 Sekunden, gefangen, Solo, habe ich nicht probiert. Aber vielleicht hätte ich es auch geschafft, ja, könnte man jetzt so denken. Benjamin Engel noch mit einem Shiny Neolak. Elke Galoppa aus Luzern, Schweiz, 100%. Habe ich so eins? Ne, habe ich nicht. Habt ihr so ein Galaponita mit guten IV? Potrot Shiny, sieht man auch immer wieder gern. Und noch ein dickter 100er bei der Elke. Thomas Speck mit dem 100%. Klavion, was es ja eigentlich nur in Frankreich gibt, aber dann auch in ein paar Teilen von Baden-Württemberg. So da irgendwie so an der Grenze aus Wiel am Kaiserstuhl. Thomas Speck außerdem noch mit einem 100er Genesect. Heiko zeigt uns hier eine andere Form von Zarude mit den Powerpuff Girls, wer die noch kennt. Heiko hat auch sein Zwirfins auf Level 50 gemaxt. Bei ihm ist es aber ein Shiny.
auch wenn ich es eben gar nicht als shiny erkannt hätte, auch zwei Attacken drauf, alles dabei, hin und her, genau 2700 WP, haben wir ja am Montag in der Giratina Konda Edition, haben wir das glaube ich auch gemaxt. Das Bild habe ich nicht verstanden, auch vom Heigo, ihr seht hier lauter Shiggies, Shilloks, Turtox. Aber ich weiß trotzdem nicht, um was es da eigentlich geht, deswegen guckt es euch einfach mal an, lasst es auf euch wirken, schreibt rein, wenn ihr wisst, was da los ist. Heigo auch 100% Shiny Zwirrlicht mitgenommen. Heigo, ich glaube bei der Frau, Shiny Kryptopinsir, Jan Lehmann, 100er Absol, wartet jetzt auch auf die Mega-Entwicklung natürlich, Cumulus, Taubsi und Raubsi, Wild, vor allem Raubsi, Flunschlick, 7 Kilometer Ei und Driftlon, 2 Kilometer Ei. Habe ich die alle mit drin? Hier, Taubsi, Shiny, Raubsi. War das Absicht? Raubi, Shiny, Flunschlick, Shiny, Driftlon, Shiny, alles dabei. 503 GmbH lebt auch noch, hat ja gezeigt, hat kurz hintereinander drei Giratina bekommen, beziehungsweise direkt nacheinander dann. 1654, 1658 und nach dem Raid hat er 1951 noch eingemacht. Wieder ein Shiny Giratina, drei Shinies hintereinander. Gangster Pikachu kann sich noch ein 100er Tangela erlösen. Hat einen Krypto Austos gefangen mit 5400 Staub. Ich glaube Muschas ist nämlich eins dieser Pokémon, die eine extrem hohe Menge an Sternenstaub geben, wenn ihr einen Muschas fangt. Da gibt es ja bestimmte Pokémon, gibt es so Listen, da war das alles aufgezeigt. Und Austos natürlich der King. 5400 Staub für ein Pokémon. Statt 100, 5400. Ihr fangt jetzt nur noch Austos und dann passt das. Gangster Pikachu hat sich noch ein Pfiffchen erlöst, ein 100er. Zeigt uns hier, eröffnet das Spiel. Plötzlich sitze ich auf den Schultern einer Nidoqueen. Ja, sieht aus wie so ein Gummihüpfpferd. Das sieht man sie ganz. Das ist sie. Geitsch mit dem 100er Menki. Geitsch mit dem 98er Zarude. Ist kein 100er, hätte ich eigentlich gar nicht mit reingenommen, aber weil es so geil ist, habe ich es halt mal mit reingenommen. Brainy zeigt uns seine Chilischoten in seinem Garten, wo vielleicht bald welche hier, ne? Ich will nicht zu viel, mal gucken. Bobamo, so, alle heute durch. Solo war zwar ein bisschen knifflig, aber Mega Glurak ist einfach eine Kanone. Der hat ein Trio gemacht, der hat dann ein Duo gemacht und nachdem das gut geklappt hat, noch ein Solo hinterher. Weiß man jetzt nicht, ob das überhaupt stimmt, kann man ja einfach so dran schreiben, aber wir glauben schon, dass er das so gemacht hat. Und dann habe ich heute schon zweimal die Raid-Stunde gespielt, einmal in Auckland, einmal in Tokio, habe jetzt 234 oder 64 oder 36, irgendwelche um die 230 XL-Bonbons habe ich jetzt von Giratina und es gab noch ein 100%iges, jetzt habe ich 200er mit Beinen und 100er fliegen. Aber ich brauche eigentlich nur genügend XL, um ein Beinendes und ein Fliegendes zu maxen. Mehr will ich nicht. Aber dafür gibt es heute Abend ja die Raid-Stunde. Oh, den habe ich noch vergessen. Und eben, als wir noch auf dem Sofa saßen, hat die Nice noch einen Rüpel gemacht, beziehungsweise einen Boss. Hat er noch ein Shiny Krypto Pinsir rausgezogen. Jetzt aber noch den Schocker der Woche und dann sind wir gleich durch. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, hier kann ich euch erstmal diese Listen zeigen, die ich mir da abgedingst habe. Das seht ihr das nämlich, mit Sternstück, ohne Sternstück. Muschas gibt 1000, ja, mit Sternstück 1500. Austos 1200 und mit Sternstück 1800. Gut, dann verstehe ich es nicht, wieso es 4000 noch was gab. Egal, gehen wir weiter und haben am gleich am ersten Tag Andy Project, der hat nämlich gleich am ersten Tag ein 100% Shiny Giratina bekommen. Wir haben viele Shinies gesehen, wir haben viele 100er gesehen, aber passend dazu, weil Giratina da ist, möchte ich ihm den Schocker der Woche geben, direkt ein 100% Shiny bekommen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache und es sieht tausendmal besser aus als mein 100% Shiny, weil mein Shiny ja lucky ist und dieser Hintergrund mich so nervt. Diese Farbe mit dem Hintergrund, das passt ja noch, das sieht ja gut aus, das sage ich doch nichts. Aber bei mir, nee, ich hätte das gern auch so. Meins ist zwar günstiger dann zum Hochziehen, aber da hätte ich drauf verzichtet und hätte lieber so ein fettes gehabt. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Heute ein bisschen gestresst, bisschen abgelenkt, ne? Erst kommt er hier rein, dann ist die Tür auf, weil der Adi wieder reinkommt. Dann hörst du hier den Podcast noch mit nebenbei beim Reden und jetzt
gucken wir mal, was der feine Herr noch macht. Und wir sehen uns heute Abend natürlich bei der Raid Mania mit Giratina. Wenn ihr unterwegs seid, ladet ihr ein und mal gucken, ob es noch einen Shiny gibt im Stream oder sogar noch einen 100er oder was uns da erwartet. Abschlussraids gibt es wieder auch. Und am Wochenende natürlich Raids für Zuschauer mit Giratina am Samstag und am Sonntag. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.